instantan Solder, ja, Schwein gehabt, ey. Brauchen wir mal 4 Stück oder so? Warum habe ich denn eigentlich Gold aufgesammelt? Ja, hier hat es jetzt 26 Grad, also im Maschinenraum gerade. Das ist okay für mich gerade im Moment. Hier draußen ist halt wärmer, ne? Hier hat es jetzt 40 Grad. Wie viel hat es oben? Bei den Pflanzen hat es 35 Grad. Ja, also das kann man mal kurzfristig machen, aber langfristig ist das eine blöde Idee. Weil wir grillen uns halt unsere ganzen Pflanzen weg. Ja, so ein gegrillter Maiskolben sage ich nicht nein. Also, ich meine, das Ding ist halt, das ist halt nur eine ganz kurzfristige Nummer, weil unser Kühlrohr nimmt die ganze Wärme schon auf, aber sie kann es halt nur nicht so schnell, wie wir das nachproduzieren. Mhm. Wie viel habe ich denn jetzt davon? Einer nur. Ja, okay. Also, ich weiß jedenfalls mit absoluter Sicherheit, wenn ich das nächste Mal einen Daga fahren habe, der soweit fertig ist, dann werde ich mehr Reserve-Setzlinge zurückhalten. Sollten wir durchaus tun, gerade mit dem niedrigen Druck. Ich vertraue euch nicht. Pazzi, kannst du bitte momentan nichts mehr erweitern? Also wirklich gar nichts mehr. Wir sind am absoluten Limit. Das ist tiefroter Bereich gerade. Wird nicht gemacht. Okay. Also das mit Erweitern und das Ganze, das dauert sowieso noch ewig. Ja, okay. Das passt. Hauptsache, es wird nicht noch weniger Druck in der Base. Weil das Problem ist auch, dass wir einfach generell zu wenig Druck für alles haben gerade. Das Gute ist, wenn wir das jetzt mit der Kühlanlage machen, leite ich die heiße Luft auf das Ausgangs-Waste-Rohr. Ja. Und nehmen dann nochmal. Und dann kühlt es uns alle anderen Gase, die wir da hinten speichern, nämlich auch nochmal massiv runter. Und das ist, glaube ich, dann gut, weil dann können wir nämlich mit dem X endlich was anfangen, das ja immer noch 60 Grad hat oder so. Weil dann heizen wir nicht unser ganzes Kühlrohr wie ein Heizstab auf. Weil das ist nämlich, bisher ging das jetzt nicht. Und die anderen Gase gehen auch nicht. Enrico, das Problem ist, wir haben zu wenig von allem. Also selbst wenn ich 8 Megapascal in die Atmosphäre baller, da haben wir jetzt in dem kurzen Zeitraum mehr reingepackt und es hat uns 1 Kilopascal in der Gesamtbase an Druck erwirtschaftet. Das ist das Problem. Ich müsste jetzt hergehen und den Klimaraum komplett absperren. Maximal Druck reinpacken, bis so 100 Kilopascal erreicht. Jetzt ein bisschen traurig. Kühlen. Und dann aufmachen. Ich hab gedacht, mit den ganzen neuen Samen, das ist cool, dann kann ich anfangen, Tomaten zu züchten. Ja. Nee. Zu wenig Druck. Erstens der Druck und zweitens der Umstand, dass die gesamte Innenverschalung dieses Gewächshauses im Arsch ist. Ja, ja. Das ist halt scheiße, ja. Ja gut, aber das wusste man halt auch nicht, ne? Also dass wir so... Ja gut, ich hoffe nach wie vor tatsächlich noch, dass das nicht weiter eskaliert. Ja, es scheint das Schlimmste vorbei zu sein. Das sieht fast so aus, als wäre das so ein krasser Druckabfall gewesen, wo die ganze Luft erstmal weggegangen ist irgendwo hin und da hat es geramscht. Aber es ist seitdem nichts Neues mehr passiert. Also ja. Es sind keine neuen Schrottstücke reingefallen. Die Frage ist, ob das überall jetzt so war. Oder ob das überall so ist. Ja. Denkbar, aber wir haben sonst kaum irgendwo Fenster, die nach außen gehen. Also im Tankraum hinten habe ich es nicht gesehen. Da war nichts. Weil da war ich ja gerade dran. Im Tankraum hinten haben wir Fenster, die nach außen gehen? Ja. Mach jetzt noch einen.
Aber da ist nichts dran gewesen, da war alles gut. So, das ist der letzte, dann haben wir 8 portable Klimaanlagen, da brauche ich 8 Wireless-Batterien. Und mit 8 Wireless-Batterien brauche ich noch 8 Connector. Der Druck im Tankraum ist auch erheblich höher als im Rest der Basis. Ja, aber da ist auch heißer. Ja, schon, aber 70 Kilopascal. Wie viel ist denn da noch drin? Temperatur? 121 Grad bei 70 Kilopascal. Ja, gut, ich gehe gleich ran. Also wir das haben ist wahrscheinlich genauso das bisschen mehr Druck, dass es reicht, dass die Fenster nicht die Grätsche machen. Das habe ich innerhalb von ungefähr 30 Sekunden durch die Venus-Atmosphäre erwirtschaftet. So, jetzt brauchen wir 8 von den Dingern. Und dann brauchen wir noch 8 Wireless-Batterien. Dann schließen wir die ganze Sülze an. Und dann brauche ich wahrscheinlich von Pazibert ungefähr alles. Alles? Alles. Was ist alles auch? Was du jemals besessen hast an, an Wireless-Chargern. Ja, da habe ich gar nichts. Wir haben welche produziert, irgendwo liegen die. So, ich kann die ersten 4 dann schon mal stellen. Ah, nee. Und jetzt fällt Stil, ey, oh no. So. So, das sind die ersten 4, die jetzt reinkommen. Oh Gott. Bitte? Sturm. Sturm. Ich hänge in der Wand fest. Nein, Pazibert. Ich komme nicht mehr weg. Oh no. Oh ja, ist wirklich angenehm hier hinten. So, dann machen wir jetzt hier die Reihe an den Dingern hin. Oh ja, ist angenehm warm. So, hier gehen die Waste-Rohre aufs Auslassrohr und hier an der Seite müssen wir drauf, hier quasi rum. Können wir auch zweireihig machen. Bitte? Ja, wir haben jetzt im Gewächshaus 50 Grad. Und der Fern sagt, Atmosphäre ist too hot, Water ist too hot. Das hab ich nicht. Ich bin dran. Sag es, ich bin dran. So, jetzt haben wir 4 gestellt, wir brauchen nochmal 4. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich sperre hinter mir mal ganz kurz zu, auch wenn das nicht Sinn und Zweck der Sache ist, aber dann kühlt die Base erstmal jetzt ab, jetzt kühlt sie runter. Dass ich mich das einbauen muss, ey, dass ich mich wieder bewegen kann, ey. Noch weitere 4, dann haben wir 8, dann können wir die Dinger draufsetzen, dann schließen wir die ganze Sülze noch an, dann holen wir uns die Wireless-Batterien und dann gib ihm. So. Kann mich noch immer nicht bewegen. Wie viel sind es jetzt? Ja, passt. Temperatur müsste jetzt fallen, Zabes. Ich hoffe es. Oh Gott. Anlage hier müsste bitterböse sein, wenn die fertig ist. Oh no. Bitte? Ist richtig? Ja.
schmeiß mir gerade mit Klimaanlagen um mich. So. Dann noch ein paar Röhrchen und dann sind wir eigentlich ready. Das eigentliche Frustrierende an diesem Abend ist, ich habe den größten Teil der Zeit an diesem Abend mit Aufräumen verbracht und mein Zimmer hier ist immer noch genauso unser Haufen wie vorher. So wie es immer ist. Hm. Dafür ist die Basis ordentlich. Ein Vorteil muss es ja haben. Wenn dir das wahrscheinlich jetzt wenig bringt gerade. Ja, ist so. Geht so, ne? Ja. So, und dann gehen wir die ganze Geschichte, machen wir folgendermaßen. Wir gehen hier raus, mittig, auf das Waste War, das eh schon nach außen führt. Ja. So. Besorge ich mir noch schnell die Batteries. Und dann wird's wild. Dann stellen wir die alle an und dann geht das relativ ratzfatz. Für diese Aktion machen wir das dann künftig immer, dass wir den Klimaraum komplett abschotten, dass den Druck im Klimaraum anheben, das runterkühlen und dann öffnen. Ich habe tatsächlich ein bisschen überschätzt, wie viel das nachballert. Habe ich überschätzt oder unterschätzt gesagt? Überschätzt, hast du gesagt, aber ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, also dass die Leitungen dermaßen nachglühen durch die Atmosphäre, das habe ich nicht kommen sehen. So, 8 Stück. Das ist Gaggi, Pazzi hat für die gesamte Base Wireless umgesetzt. Also wir haben überall Wireless, damit wir auch unsere Anzüge nicht immer laden müssen. Sie. Die Frage ist nur, ob das für die ganzen Anlagen hinten reicht. Das weiß ich nicht. Aber hier liegen 5 Power-Transmitter, die eigentlich für oben gedacht waren, aber was willst du machen, ne? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Also wir haben jetzt unten schon 2 Grad verloren im Maschinenraum. Also es wird weniger. Und der Druck also hat sich jetzt bei 4... gewonnen. Bitte? Wir haben 2 Grad gewonnen, meinst du? Ist ja gut. Ja, ja. Temperatur ist gesunken. Yay. Yay. Ja. Jetzt noch eins weniger. Also es geht runter. Damit sinkt natürlich auch wieder der Druck, ne? Ich zieh gerade aus Pazis Wireless Batterien, zieh ich ja aus dem Transceiver zieh ich gerade alles, ne? Ich habe jetzt gleich 8 Batterien im Inventar, die alle laden. Gott. Ja. Was genau wolltest du machen? Ich baue hinten gerade unser Kühlsystem im Tankraum ein, damit die heißen Gase, die wir generell auch aus dem Ofen bekommen, ist ja längst überfällig schon. Dass die auch insgesamt schneller runterkühlen. Das klingt sinnvoll. Ja, das ist nicht schlecht so. Aber wenn ich dahinter gehe, müsste doch eigentlich besserer Empfang sein, weil hier sind die Dinger ja auch schon die ganze Zeit am Laufen.
Ja, aber hier in dem Raum sind 3 von diesen Transmittern, Alter. Ja. Ja gut, im Zweifel müssen die auf Dauer das eh durchhalten. Also von daher hoffe ich, dass das klappt. Also rein da! Wuhu! Damit wir da frisches nachtanken können. So, jetzt immer noch 102 Grad. So. Die Dagas sind zumindest aus dem Bereich raus, wo die Hitze sie fast tötet. Okay. Es kommt jetzt auch gleich weniger nach. So. Gleich sind alle glücklich hier. Temperatur sinkt rapide. Gut. Schauen wir mal, wie stark die Temperatur auf einmal fällt. Also, Temperatur geht, Alter Schwede, geht die runter. Jetzt natürlich die Frage, soll ich den Raum einfach eiskalt aufheizen, bis der Druck erreicht ist? Und dann die Tore, und dann, wenn es wieder runtergekühlt ist durch die Klimaanlagen, dann wieder ändern und die Tür aufmachen. Das könnte man halt auch machen. Yogi, da funktioniert das gut. Das ist insgesamt jetzt auf Dauer gesehen eine saugute Idee. Okay, also das Kühlsystem ist soweit ready. Es funktioniert, es läuft auch runter. Es kommt nicht oder deutlich weniger heiß eben jetzt nach. Ich check mal gerade, wie die Klimaanlage damit umgeht. Kommt damit absolut zurecht. Also die unterstützt auch nochmal. Das heißt, der Tankraum wird jetzt wahrscheinlich der kühlste Raum der Base werden. Das ist fast so gut, wie wenn es die Gärten wären. Ja, das ist die nächste Baustelle. Das Ding ist halt, es kann sein, dass wir unser Kühlrohr damit sogar noch runterkühlen mit dem Raum zusätzlich nochmal. Ja, wäre möglich. Dann baue ich das jetzt erstmal zu. Gut.
Leute, ich weiß, ihr wollt die Base brennen sehen, ja? Aber hört jetzt endlich mal bitte auf, die ganze Zeit das mit dem X-Gas zu sagen. Das ist völliger Nonsens und irgendeiner fängt jedes Mal damit an. Das ist aber jetzt mittlerweile echt langsam super nervig, weil das einfach nur dämlich ist. Weil ich von allen anderen schon einen schönen Schädel aufgestellt habe in unserer Galerie, nur von dir habe ich keinen. Von mir lagen aber schon ein paar. Hättest du die doch aufsammeln können. So. Wenn du einen findest, du wirst leicht rausfinden, wo er hingehört. Okay. Es macht mir jetzt im Denken, warum du Schädel von uns sammelst. Weil es sich anbietet. Das ist einfach so hobbymäßig, weißt du? Bisschen zu viel Sons of the Forest gespielt, glaube ich auch. Ja? Ja, zu viel Sons of the Forest. Dann kommen die Einwohner, die Ureinwohner nicht, um uns die Haut von den Knochen zu ziehen. Ja? Ja, das heißt, er möchte, dass wir drei nicht mehr zu ihm kommen, wenn er die Schädel von uns auf ihn stellt. Okay, vielleicht, ja. So. Okay, also die Temperatur pegelt sich gerade bei 74 Grad im Tankraum ein. Es liegt aber daran, dass die Gase sich auch währenddessen aus den Tanks aufgewärmt haben. Und da ist jetzt erstmal die Tanks noch mit runterkühlt. Und deswegen zieht sich das gerade ein Schlückchen länger. Mal gucken, wie viel Grad haben die in die Tanks so. Ja, das ist halt auch schon. Ja. Die Tanks wirken gerade wie so eine Art Wärmespeicher hinterher. Aber das geht schon, die Temperatur fällt trotzdem. So. Es geht trotzdem runter. Ist ja wild. Laufen die alle hinten? Hat gerade irgendwas gescheppert? Bei mir nicht. Kann mal jeder in seiner Umgebung kontrollieren, ob alles noch da ist, wo es hingehört, oder ob irgendwelche Wände plötzlich fehlen oder irgendwelche Druck- oder Temperaturanstieg ist? Mein Raum sieht richtig aus. 32 Kilopascal bei 24 Grad. Ja, ich bin gerade draußen. Ich komme gerade auch von der Buddeltour wieder. Okay. Also im Tankraum sind die Scheiben drinnen. Ja, beim Tankraum bin ich drin. Das ist alles safe. Ne, dann ist vermutlich alles noch drinnen. Okay. Ich habe gerade nur irgend so ein ganz komisches Ruckeln gehabt und es hat sich so angehört, als wäre irgendwas geplatzt. Ich glaube mich fast nicht, aber ich schaue gleich bei den Pflanzen. Ja, wobei, wenn bei den Pflanzen irgendwas passiert wäre. Dann hätten wir es im Maschinenraum auch gemerkt, weil dann wird nämlich die Temperatur und der Druck rapide steigen. Also ich bin gerade außen und ich sehe keine Defekte. Vor allem ich sehe auch nirgendwo einen Luftzug, der nach innen zieht. Okay, wunderbar. Gut aus. Einige von meinen Dagas gehen gerade fett kaputt, aber wirklich nicht alle. Okay. Temperatur hauptsächlich, ne? Oder nicht Druck? An, ja. Wahrscheinlich beides. Hier oben sind es 40 Kilopascal bei 39 Grad. Das ist zu warm und zu wenig Druck eigentlich. Aber es ist nicht mehr im kritischen Bereich. Vielleicht bleibt so. Okay, also ich kann jetzt demnächst Druck nachgeben. Also zum einen das. Dass wieder mehr Druck in die Base kommt. Es dauert einfach nur einen Schluck, weil ich bin jetzt im Tankraum, drehe ich die Gase gerade runter auf 67 Grad. Aber ich muss den Raum eigentlich mehr kühlen, damit ich wieder Druck reinholen kann. Oder zumindest kann ich vielleicht mal ganz kurz aufmachen.
72 Grad. Wie schaut's jetzt aus? Hält das die Temperatur? Das wäre ja völlig irre. Warte mal kurz. Nee, doch, jetzt steigt's ein bisschen. Aber nicht viel. Zappes, Öfen, da kann ich alles hier alles wieder rein, ganz normal reinwerfen, ne? Jo. Okay, nur damit ich hier nicht aus Versehen einen Quatsch mache. Also es sollten nur Sachen sein, die idealerweise irgendwie in einem Ofen zu verarbeiten gehen, aber meinige. Ich glaube, wenn es nicht so ist, dann kommt das Zeug einfach zurück. Ich glaube, das ist diesbezüglich ganz gut gemacht. Alles Klärchen. Klärchen. Okay. Wirst du auf die gesamte Größe der Base kaum merken, wenn ich hier 61 Kilopascal rauslasse. Sonus, Edwumus, Dankeschön für dein Follow, herzlich willkommen. Jedes Mol zählt. Ja, die sind, ist noch zu heiß hier drin, 80 Grad rum. Ich habe gerade noch mal ein bisschen CO2 von draußen geholt. Das merkst du halt sofort, ne? Könnt ihr jetzt auch einfach mal reinbuttern, ne? Why not? Gib mal dem ganzen Ding doch hier einfach mal ein bisschen Schubrakete. Kühlen müssen wir es dann eh. Okay, dann will man schon ein bisschen ruhig die Leute. Ey. Spedini, das heißt, wir leiten nichts direkt ins Gewächshaus. Das Gewächshaus hängt direkt an der Base. Bitte? Ja, du und ich, wir grunzen uns an wie richtige Männer. Geil. Ich begrüße das sehr. So, Tankraum hat 100 Kilopascal erreicht. Das ist gut. Mhm. Dann hurra. Aber bei 110 Grad aktuell. Wir können das halt noch nicht kompensieren, weil die anderen Tanks noch nicht runtergekühlt sind und wie im Prinzip wie Kühlkammern wirken dann. Mhm. Wenn das jetzt, wenn alle Gase auf irgendwas, keine Ahnung, super kalt wären, dann wäre das gar nicht so schlimm, ja. So. 118 hat sich jetzt, glaube ich, so halbwegs eingependelt. Und 135 ist Peak. Wie gesagt, ich könnte halt jetzt noch mehr Gas reinholen und das immer wieder runterkühlen und dann irgendwann in die Base entlassen. Aber die Temperatur geht halt ins Unermessliche hoch. So was. Na klar, gestern live angeguckt. So. Aber wir sind jetzt bei 164 Grad ungefähr. Thank you.
viel mehr reinbuttern, ne? Komm mal. Jetzt hau mal richtig rein. Jetzt geh mal ordentlich ran. Ihr müsst ja bei 100 Kilopascal ohnehin dicht machen. Und dann könnten wir das sogar kühlen und dauerhaft in die Base abgeben. Mhm. Oh, ja, tut er schon. So, ich habe jetzt in meinem Druckkämmerchen 6 Megapascal aktuell drin. Bei leider sehr hoher Temperatur aktuell sind wir im Tankraum auf Peak irgendwo bei 172 Grad. Dafür haben wir allerdings über 100 Kilopascal im Raum. Und haben eingelagert nochmal weitere 6,6 Megapascal CO2. Ich weiß nicht, wie viel Mol da am Ende drin sind. Ich kann es dir gleich sagen. Das sind... Also deine Filteranlage hat hier gewisse Probleme, so wie es im Stream aussieht. Was meinst du? Naja, du hältst auf einen von deinen Tanks und da ist ein wildes Gemisch drin. Ja, das wilde Gemisch ist dummerweise ein Fehler, den ich gedanklich gemacht habe. Hauptsache, es war nicht unser Sauerstofftank. Nein, das ist, ich habe einen dummen Fehler gemacht, der mir eigentlich beim Bau schon hätte klar sein müssen, dass das eine blöde Idee ist. Das hat dummerweise beim anderen Tank oder bei dem anderen System, was ich da fahren habe wollen, hat das funktioniert. Ich habe ein Ventil da reingeklemmt. Das geht ja dummerweise auf dann einfach und zieht ja auch den Dreck rein. Das ist jetzt für den CO2-Tank natürlich suboptimal, weil jetzt müssen wir das blöde Ding leer machen, aber das hat man ja ohnehin vor. Und dann mein Gott, muss der nur mit einer Pumpe in den Abgas. Kann man ja, oder hau mal entweder ins Waste-Rohr rein oder wir hauen es generell einfach in die Atmosphäre und dann wird es irgendwann weggezogen. Genau, wir haben wie gesagt 170 Grad jetzt aktuell im Vorraum drinnen. Ich glaube 190 oder so hatten wir gerade im Hauptraum, aber das geht relativ zügig, hoffe ich, runter durch die Anlage. Ja, das geht richtig gut runter. 0,1 Grad pro Sekunde in etwa. Also es wird nicht lange dauern, dann ist dieser Raum auch angenehm. Und dann machen wir einfach die Tür mal auf und dann springt uns da erstmal ordentlich was entgegen. So, und ich bleib jetzt nicht hier. Ich komm mal nach oben. Wow. Da kam jetzt ein bisschen warme Luft mit raus. Irgendwie ist auch die Zirkulation bei uns in der Basis komisch. Ja, die wird hier schon noch. Der Raum hat 15 Grad. Ja, das Blöde ist, die Zirkulation ist eigentlich darauf ausgelegt, dass die Base so ein Zwischending hat zwischen 100 und 110 Kilopascal. Dafür habe ich die Base ungefähr ausgelegt. Oh, hier liegt ja noch ein Trümmerteil. So, wollen wir uns im Gewächshaus mal alle treffen? Bei Zappes Besten. Yay, yeah, lol. Was? Die Schädel sind ja großartig. Ich muss dann beim nächsten Mal was trinken, ey. Ich bin erstaunt, wie weiß unsere Zähne sind dafür, dass wir nie Zähne putzen. Ja, das liegt an dem Bleichmittel, was ich euch ins Wasser reinmische. Ah, okay. Was? Also ich dachte, das liegt daran, dass ich immer am Silizium kaue, wenn ich Schaut aus wie Schokolade. Weiße Schokolade. Weiße Schokolade. So. Mal wieder schmackhaft. Schamackhaft. Wo ist Parzibert? Ich komm schon. Bin draußen. Der Kombert. Ja, wir haben leider unser Hauptauftrag haben wir nicht erfüllt, Leute. Unseren einzigen Hauptauftrag haben wir nicht erfüllt.
Da haben wir die Zentrifuge leer gemacht. Ja, aber wir haben keine Landebahn, wir haben keinen Hangar, wir haben keine automatische Sattschüssel. Ja, wir haben einige Sachen nicht. Dafür jetzt neue Sachen, wie zum Beispiel eben die Möglichkeit, sehr viel CO2 zu speichern. Oh, okay. Was? Oh. Was ist denn jetzt, Party? Bei der Röhre, die beim Gastank ist, ist in deinem kleinen Röhrenabschnitt 100 Grad. Ups. Ja. Da dürfen wir nicht aufmachen gerade. Ja, da bin ich kurz reingegangen und hab gleich wieder die Tür wieder zugemacht. Ja, ist besser. Da hat's wahrscheinlich 190 Grad eigentlich drin, wenn du ein bisschen weiter reingehst. Ja. Ja. Okay, wir haben aber hier in dem Raum 27 angenehme Geräte. Ja, also das ist tatsächlich, Geräte. Ja, ist angenehm hier. Gutenberg auch? Vielleicht. Dafür sind alle Wände hier futsch und müssen alle, bis auf wenige, hier komplett ausgetauscht werden beim nächsten Mal. Es müssen auch Wände wieder raus, weil die sind nämlich im Eimer. Und da müssen wir vorsichtig sein, um die Base nicht zu entlüften und die Pflanzen nicht umzubringen. Und ja, also es wird noch viel Arbeit sein, aber dafür kriegen wir hier wieder ein bisschen mehr Druck rein. Das ist wichtig. Ich sehe uns bei mindestens 70, 80 Kilopascal in der Anfang vom nächsten Stream. Sehe ich uns nicht. Doch, sehe ich uns. Sie wert. So. Kilopascal, ja, bei 590 Grad. Mindestens. Ja, ist wahrscheinlich, ja. Ja, Zabis, wie schaut's bei dir aus? Heute Highlight? Beste Reste? Ja, dass ich doch ein paar Dagas vervielfältigen konnte, war gut. Ja. Das war schön. Wenn sie jetzt noch überleben, wäre auch geil. Und ansonsten, um ganz ehrlich zu sein, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich die Schädel aufgestellt habe, aber ansonsten weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Keine Ahnung, wie 4 Stunden umgegangen sind. Zentrifuge. Da habe ich keine 4 Stunden gebraucht. Das stimmt. Ja, und dann sortieren. 2 Stunden. Ja, ja. Stimmt, 2 Stunden lang sortiert auf jeden Fall. Ja. Hasso, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Koblo. Also, Highlight. Ich war sehr fleißig heute. Also beim letzten Mal war ich mehr irgendwie unterwegs und am Labern. Heute war ich einerseits, habe ich eine Buddeltour erledigen können. Schön. Die ganze noch am Ende jetzt zum Schluss und ich habe mit dir so viel aufgebaut, wie schon lange nicht mehr. Und krass, das hat, ne? Sehr viel Spaß gemacht. Ja, also das Landepad, wenn wir es jetzt noch restlich fertig bauen, dann wird das, glaube ich, ganz geil. Ich glaube auch, das war mein Highlight, dieses Landepad. Mega gut, fand ich auch heute richtig gut. Parzibert, Highlight? Ja, mein Highlight sieht man von hier aus schon langsam das Gerüst in Bohrstein. Ja, man sieht es, das Außenkonstrukt überragt mittlerweile, glaube ich, schon so ein bisschen den Hangar. Der überragt schon den Hangar, ja. Mega gut. Sadisu, danke schön für deinen Raid, wir sind gerade selber aufhören. Einen wunderschönen guten Abend. Und es wird noch mehr jetzt, da sind wir drauf gekommen, dass ich ein Gerüst drumherum bauen muss, weil ich meinen Jetpack nicht verstärken kann. Okay, also du kommst, selbst wenn du eine Plattform drunter hast, nicht mehr weiter nach oben. Nee. Das heißt, das ist Peak. Da wird es nachher runtergedrückt. Okay. Ja gut, irgendwo ist dann das Ende, damit man nicht in Ultimo hochbaut. Wobei... Ich glaube einfach, dass die Venus-Atmosphäre das Problem ist. Ja. Dass da oben noch einfach schon zu dünn ist und einfach nichts mehr zündet. Ja gut, es kann natürlich... Also, das Ding ist halt, was man halt machen könnte, um das höher zu bauen, ist einfach außenrum Treppen zu ziehen. Ja, das wird ja eh gemacht. Ich baue ein Baugerüst rundherum. Okay. Dann gehst du einfach über Treppen oben rauf. Ne? Genau, mit Leitern einfach. Ja, oder Leitern, ja. Ja, auch. Ja, geil. Also ich bin sehr gespannt. Also wir haben viel vorbereitet. Mein Highlight heute tatsächlich war der Ausbau von unserem Landepad. Oder unserem Hangar, Flugfeld, whatever. Und natürlich auch jetzt dann noch die ganze Geschichte mit dem CO2, das endlich so hinzudeichseln, dass wir jetzt tatsächlich die auch insgesamt alle Gase, die wir eintanken, dass wir die kühlen können. Was auch wieder eine Voraussetzung ist, um die verkaufen zu können, weil die Händler wollen die unter 20 Grad haben. Frisch. Das heißt, wir hätten zwar wahnsinnig viel CO2, aber wir können damit nichts anfangen, weil wir sie nicht verkaufen können, weil das zu heiß ist. Also mit den Klimaanlagen, die da jetzt drinnen stehen, so. Wie gesagt, allein in der Zeit, wo wir schon reden, ist da wahrscheinlich schon fast unter 100 Grad drin. Ja,
Aber wenn wir das jetzt ein bisschen in Ruhe lassen, später dann beim nächsten Stream die Tür aufmachen, sollte es theoretisch so sein, dass wir die Base immer wieder stoßweise mit frischem CO2 buttern können. Ja, und das ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und freut einen Zappes auch umso mehr. Und dem Zappes fällt gerade ein, dass er ja heute tatsächlich ein Highlight hatte. Ja! Ich habe ja die Öfen eingeglast und wieder zum Laufen gebracht. Stimmt! Das war total wichtig. Mega gut. Ich hab richtig was hingekriegt, geil. Voll gut. Und damit geht natürlich alles weiter. Aber, meine Lieben, beim nächsten Mal erst, denn für heute ist Feierabend. Jawohl. Tschüss, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Für euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Ciao, ciao.